Kein Boxer polarisiert derzeit mehr als er. Ünsal Arık. Als Deutschtürke positioniert er sich ganz klar gegen Erdogan und für die Demokratie. Das macht er seit vielen Jahren. Der Boxer-Europameister erträgt sein Herz auf der Zunge. Er sagt, was er denkt. Dass er damit aneckt, das ist ihm völlig egal. Jetzt geht er in die Politik als Praktikant der SPD. Maßanzug statt Boxerkluft. Ünsal Arık will die Politik aufmischen. Halbe Sachen gibt's bei ihm nicht. Und so macht er ein Praktikum bei Berlins erster Adresse, dem Deutschen Bundestag. Nach 3 Tagen voller Gespräche, Sitzungen im Politikeralltag möchte uns der Praktikant an seinem letzten Tag herumführen. In gewohnt lockerer Ünsal-Art. Aber ist die eventuell zu locker? Kommt mit, Leute, ich zeige euch mein neues Zuhause. Darf man das so sagen, neues Zuhause? Die Frage richtet sich an das SPD-Presseteam. Es wird unseren Dreh den ganzen Tag hinter der Kamera begleiten. Auf Fragen und Antworten hat es ein strenges Auge. Ungewohnt für den rappenden Boxer. Der lässt sich sonst nämlich von niemandem etwas sagen. Es liegt in meiner Hand, meine Fäuste werden sprechen. Ünsal ist bekennender Erdogan-Gegner. Mit Befürwortern des türkischen Präsidenten geht er besonders streng ins Gericht. Es wird mir eine Ehre sein, ihn im Ring zu vermöbeln. Und auch als Gast im Sat.1 Frühstücksfernsehen nimmt der Boxer kein Blatt vor den Mund. Wie kann man in so einem schönen Land wie Deutschland leben, aber Diktatur unterstützen? Das sage ich wirklich knallhart als Türke zu meinen Landsleuten, dann geht doch zurück. Ünsal Arık, ein Mann der klaren Worte. Kommt so einer überhaupt mit Politikern klar? Ach, mit den Politikern war es wirklich sehr, sehr chillig und sehr cool. Ich hätte nie gedacht, dass sie so locker sind. Jeder natürlich hat so seine Späßchen gemacht. Ach, mit dir will ich nicht im Ring stehen. Und ich habe mir gedacht, ja, ein paar Politiker würde ich schon gerne verprügeln. Ups, ob er das hätte sagen dürfen? Ünsal Arık, ein Rebell im Bundestag. Kaum 3 Tage dabei, prangert der überzeugte Veganer auch schon die Missstände in der Kantine an. Was mich jetzt hier schockiert hat, was die Ernährung betrifft, man spricht über Ernährung, man spricht über Tierrechte. Und dann hat es mich gewundert, ich bin von Kantine zu Kantine gegangen, es gibt nichts Veganes. Und dann denke ich mir, okay, wie wollt ihr die Menschen da draußen überzeugen, wenn wir hier nicht als Vorbilder funktionieren? Das hat mich ein bisschen schockiert. 3 Tage Bundestag und jede Menge Smalltalk auf dem Flur. War denn in den letzten Tagen auch schon mal einer von den ganz Großen dabei? Boah, für mich war es eine Riesenehre, den Herrn Schulz zu treffen, unseren Kanzlerkandidaten. Und umso schöner war es, dass er wusste, wer ich bin. Dadurch sehe ich auch schon wieder, Herr Ünsal Arık ist jetzt nicht nur ein Boxer, geht schon weit darüber hinaus. Ein Herr Schulz kennt dich. Ganz schön selbstbewusst. Beim Blick auf die Uhr wird es dann plötzlich hektisch. Das Praktikumsabschlussgespräch mit SPD-Politiker Thomas Hitschler steht an. Hi, Leute. Darf ich rein? Hey, mein Lieber. Richtig, ne? Hey, wie geht's? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, letzter Tag jetzt. Praktikum geschafft. Der Praktiboss ist vollen Lobes. Zum Schluss gibt's dann sogar noch ein großes Politikerversprechen. Also dann gib mir hier noch ein paar Jahre und dann übernimmst du einfach. Einverstanden? Das ist mal eine Ansage, die dann natürlich noch ganz standesgemäß mit der Checkerfaust besiegelt wird. Bevor das Praktikum dann ganz zu Ende ist, wird Ünsal auf einmal theatralisch. Ganz der Boxer eben. Ich habe Migrationshintergrund, ich habe keinen Schulabschluss, habe eine sehr schwierige Vergangenheit, aber auch ich habe es bis in den Bundestag geschafft. Ich bin der lebende Beweis, jeder kann alles schaffen. Klingt ja fast schon wie ein Parteitag, so Slogan, ne? Finden wir auch und sind erstaunt, was 3 Tage Praktikum mit einem Boxer machen können.